Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Quantum Conundrum. Ja. Und wir dürfen. Okay, und wir dürfen jetzt ein bisschen Basketball spielen. Oh Junge, das macht sehr, sehr viel Spaß. Und bin Nisby Hawk. Nein. So. Hey, nicht ohne mich! Tch. So. Wie war das noch gleich? Ach ja. Ach ja. Ike! Was machst du denn da? So, wie war das noch gleich? Hab alles vergessen. Bonk. Also. Hierhin platzieren. Was guckst du aus? Ne, neu. Ach ja, genau. Das, was wir brauchen. Den Ball. Ja. Genau. Jetzt weiß ich auch, was ich machen muss. Moment. Den Ball kann ich hier hinlegen. Ist ja eigentlich egal. So. Und? Hoop dem. Yay! Haha, perfekt. Wunderbar. Der erste Ball im Korb. Beziehungsweise der erste Energiecontainer ist in der Verbindung. Wofür das Ganze? Ja, um die Tür aufzumachen. Ganz einfach. Ich finde das Spiel... Ich müsste nochmal sagen, einfach mal, dass mir das Spiel vor allem deswegen gerade so außerordentlich gefällt, weil es einfach mal eine gelungene Abwechslung zu den anderen Projekten stellt. Ich meine, ein Tomb Raider ist natürlich geil. Mark of the Ninja ist auch gut. Aber ich muss sagen, so ein erfrischend unterhaltsames Spiel ist doch auch mal was Feines. Findet ihr nicht auch? Einfach mal so ein erfrischend unterhaltsames Spiel. Das braucht man doch einfach mal. Ha, ich habe da so eine Vermutung. Und, yay! Okay, so wird das nichts. Gut. Ich glaube, ich muss das Ding in der Mitte einfangen. So meine Vermutung. Ich hol mir mal die Kiste von drüben. Also die hier. Komm mit. Dies brauche ich mal. Aber erstmal platziere ich diesen Ball. Also diesen, ja, dieses Teil hier. Das sind alles wissenschaftliche Teile. Nice shot! Na, also wirklich so grandios war der jetzt nicht. Also ich meine, der war fast so lächerlich einfach. Weiter geht's. Vor allem, nochmal um auf die, auf dieses Projekt zu sprechen zu kommen. Ich finde, dass dieses Projekt auch einfach eine gelungene Abwechslung stellt. In dem Sinne, als dass, es ist fröhlich bunt, es ist absolut unterhaltsam und es ist ein Denkspiel. Das dazu. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, die anderen Spiele, die ich bisher so gespielt habe, wären keine Denkspiele. Und so. Denkt das bitte nicht. Ich meine, ein Tomb Raider, da muss man auch mal nachdenken. Irgendwann mal sicherlich. Und Mark of the Ninja ist ein Denkerspiel. Auch. Man muss überlegen, wie schleicht man sich an die Gegner ran. Oder wie schleicht man an ihnen vorbei. Aber wir wollen jetzt uns über Quantum Conundrum unterhalten und nicht über Spiele, die längst vielleicht eventuell schon längst Vergangenheit sind. So, wie mache ich das jetzt? Ich gehe in die Fluffy-Dimension. Schnapp mir die Kugel. Genau. So ungefähr war das geplant.
Ich gehe in die Fluffy-Dimension, schnapp mir die Kugel und schmeiß die da rein. Genau. So, schwere Dimension. Und... Nein! Das wird ein Treffer, sag ich euch. Ja, das wird ein 5-Punkte-Treffer. Wenn das überhaupt möglich ist. Ich kenne mich mit Basketball nicht so sehr aus. Oder sagen wir mal so, nicht mehr aus. Ich kannte mal die ganzen Begrifflichkeiten. Aber jetzt nicht mehr. Müsste doch so eigentlich stimmen. Ich meine, im Zweifelsfall kann ich einfach Folgendes machen. Yay! Nein! Aber da habt ihr es gesehen, was ich vorhatte. Warum kompliziert? Wenn auch einfach geht. So, schwer. Leicht! Und. Jetzt! Nein! Das wird noch, das sage ich euch, das wird noch. Das wird ein 10-Treffer-Wurf. 10-Punkte-Wurf. Auch wenn sowas definitiv nicht möglich ist. So weit erinnere ich mich noch. Es sind, glaube ich, 3-Punkte- und 5-Punkte-Würfe. Je nach Entfernung, oder? Und? Bah. Das war recht knapp, muss ich sagen. Bong. Komm her. So. Und ich hoffe, man hört meinen Rechner nicht in der Aufnahme. Der rumort ein bisschen laut, weil eine neue Festplatte eingebaut wurde. So. Ja, ich habe extra... Habe ich zwar schon in einem anderen Projekt gesagt, aber... In einem anderen Video gesagt. In einem anderen Video von einem anderen Projekt gesagt, aber ich habe eine neue Festplatte eingebaut. Extra für die Let's Plays. Jupp. Und jetzt, oder? Ja, endlich! Das war's! Der Wurf. Warum klingen die wie Toiletten? Soll das die Macht, die Übermäßigkeit der Toiletten darstellen? In diesem Fall will ich vor allem mal auf Japan weisen. Da gibt es Toilettenerfindungen. Das ist gut. Nicht mehr lang bis zum nächsten Generator. My head feels like I've been hit squarely by a 2x4 and I still haven't regained my memory. That's splendid. Ja, fühle ich auch. So, you need to be over by that blast door, but it looks like you're gonna have to go through the object distribution system to get there. Okay, dann watch machen wir it mal. Now. Yep. Du, 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 du. Jump. Yep. This is definitely not the right place for you to be. Uh-oh. Ein Sofa? Vielleicht drüber springen. Ja! Den muss ich ein bisschen... Oh, fuck. Oh! Nein, ich weiß, wie ich das mache. Moment. Ich mache die Gegenstände einfach heavy. Warum nicht? So kann ich es auch... So muss ich auch nicht irgendwie wegspringen, sondern kann ganz gemütlich sterben. Fakt 118, du wirst niemals Wasabi mit Guacamole verwechseln. Also Leute, merkt euch diese Lebensweisheit. Merkt es euch, ihr werdet nie sonst einen peinlichen Fehler machen, wie ich gerade. Fakt 218, du wirst niemals billige Möbel zum Selbstzusammenbauen kaufen. Stimmt. So.
Habt ihr schon mal... Na, habt ihr sicherlich irgendwie Möbel zusammengebaut? Was war... So, erstmal will ich rüberspringen. Hattet ihr schon mal die Erfahrung mit billigen Möbeln zum selber zusammenbauen gemacht? Ich schon. Ich weiß nur nicht mehr, aber wann? Ich meine, ich habe tatsächlich ziemlich Glück gehabt mit meinen Möbeln. Die halten auch heute noch. Ich meine, das sind Jahre alte Möbel, die immer noch halten. Das stellt man sich mal vor. Jahre alte. Ah, Ike, du wieder. Vielleicht beißt er gerade überhaupt irgendwas? Hallo, Ike. Hier bin ich. Hier. Jetzt lass mich raus. Irgendwie wirst du das doch machen können. Lass mich raus. Er hört mich nicht. Bin ich mir sicher? Ich weiß es nicht. Bin ich mir sicher? Da. Das war auf jeden Fall nichts, wobei man sicher sein sollte. Fakt 796. Du wirst niemals herausfinden, was sich hinter der nächsten Tür verbirgt. Etwas unbeschreiblich Cooles, glaub mir. Aber du wirst es leider nie erfahren. Du wirst es nie erfahren. Wahrscheinlich wäre hinter der nächsten Tür eine Gehaltserhöhung gewesen. Ja, eine Gehaltserhöhung. Das wollte ich schon immer haben. Aber jetzt werde ich sie nie bekommen. Okay. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich war kurz abgelenkt. Wisst ihr, das mache ich absichtlich, um euch die ganzen Fakten vorzulesen. Ja. Ich sterbe absichtlich, um euch die ganzen Fakten hier vorzulesen. Fakt 354. Du wirst niemals all deinen Freunden die Geschichte erzählen können, wie du einst in einer Villa nur knapp den Tode entrunden bist. Oh. Tja, das ist bedenklich. Are you sure? Maybe, I don't know. Juhu! Super schnell! Hä? Sofa. Hier haben wir einen Dolly. Ja, Dolly. So. Ah! Ich und mein Sofa, wir sind die besten Freunde auf Welten. Ja, wirklich. Ich und mein Sofa, wir sind die besten Freunde-Kumpels. Kumpelfreund. Moment mal. Wenn ich jetzt hier bin, was ist dann mit Sofa? Sag mir erst, was mit Sofa passiert ist. Sonst gehe ich hier nicht weg. Sofa? Ich hoffe, Sofa geht's gut. Warte mal. So. Und. Nein. Nicht schon wieder! Fakt 354. Den kennen wir. Sheesh. So. Juhu. Sprung und diesmal Absprung. Ah, diesmal hat es aber auch geklappt. Ike. Hallo. Hey, spring und rüberspringen und puh. Nochmal rüberhüpfen. Okay, was... Ah, ja.
Ich sehe schon, ich brauche eine Kiste hier drüben. Hey! Verdammt. Ah, den kennen wir noch nicht. Fuck 82. Du wirst niemals über politische Themen wütend sein, die du nur ansatzweise verstehst. Ich bin wütend über diese neue Reform, die ich nicht ansatzweise verstehe. Kommt mir irgendwie kommt bekannt vor. So, schnell schwer machen. Drauf und Absprung! Hey! Ich sollte, glaube ich, erst mal die Kiste an Lister hinschleudern. Du willst niemals die Nachrichten schauen, nur um zu wissen, über was du dich aufregen kannst. Merkt euch diese Lebensweisheiten, Leute. Merkt es euch. Das sind. Das war alles Absicht. Ich wollte euch die ganzen Themen vorlesen. Fakt 79. Du willst niemals länger leben als. Oh, so ziemlich alles und jeder. Du willst niemals ein neuer Johannes Hesters. So. Und. Hier. Ah. Da muss ich ein bisschen tricksen mit den Dimensionen. Damit. Ich will euch nicht noch einen Fakt vorlesen. Ja, genau. So war das geplant. Du wirst niemals in einen Abgrund springen, um sinnlose. Du wirst niemals in einen Abgrund springen, nur um weitere Fakten über Dinge, die du vielleicht nie wissen wolltest, vorzulesen. Juhu! Nicely done. Danke, Onkel. So. Hier kann ich die Dimension verwenden. Muss ich hier hin? Ich frag mich, was. Hä? Hä? Was war das? Ich wurde irgendwie rausgestoßen. Du bist gestorben. Fakt 213. Du willst niemals andere nach ihrem Gehalt beurteilen. Werde ich das nie? Okay, ich werde einen Gronkh nicht nach seinem Gehalt beurteilen. Ach nein, ich wollte den Fakt vorlesen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, alle Fakten vorzulesen. Und klavums. Und nein, ich werde nicht absichtlich sterben. Ich bin mir sicher, wir werden noch oft genug verrecken, damit ich euch alle vorlesen kann. So. Da hängen sie in der Luft. Jetzt aber. Raus hier. Und ich würde aber sagen, auch wenn es mich schmerzt, auch wenn das Spiel Spaß macht, auch wenn ich euch eigentlich noch mehr davon dir zeigen möchte, muss ich einen Cut machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt. Lese Fakten vor beim sinnlosen Krepieren. Bis dahin.